Was geht ab, Freunde? Willkommen zur Rückrunde in der Kreisliga. Wir spielen heute gegen Langendreher West, den Sechsten. Die haben 26 Punkte, wir sind Dritter mit 30 Punkten, haben ein Spiel weniger jeweils, beide Teams. Und der Zweite hat 32 Punkte. Es wird ein heißes Spiel, ein Top-Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Lasst Liebe da und let's go. Ja, hier ist schon einiges los. Die Dritte spielt gerade gegen den zweiten Platz in der Kreisliga B. Weiß aber leider nicht, wie es steht. Was geht, Jungs? Das ist unser Mann für die Trikots. Er verteilt die Trikots hier. Anstrengend, ne? Gegner heute, ich glaube, euch allen ist die Tabellensituation bewusst. Langendreher steht 4 Punkte hinter uns. Wir haben diese Woche die Chance, einen Big Point zu landen hier im Aufstiegsrennen, ja, beziehungsweise auch im Rennen vielleicht in die Relegation oder so hinterher. Wir müssen konzentriert spielen, ja, wir müssen engagiert in den Zweikämpfen sein und wir müssen ruhig vorm Tor spielen. Wir können nicht wieder so Situationen haben, wie wir das die letzten Wochen der Hinrunde hatten. Wir spielen uns überragende Chancen raus. Einer kriegt 10 Meter vorm Tor den Ball. Wir werden anfangen mit Timo im Tor. In der Viererkette, linke Seite, startet Ficht heute. Ficht war in den letzten Wochen wirklich in der Innenverteidigung, haben wir heute den Vito mit dabei. Ja, der wird an der Seite von Katzer starten. Auf der rechten Verteidigerposition Justus. Auf der Doppel-6, Steffen Niggemann hat heute Morgen leider krankheitsbedingt absagen müssen. Habt ihr, denke ich, alle in der App schon gesehen. Elias und Paul, ihr werdet auf der 6 starten. Auf der linken Seite wird der Focke starten. Auf der rechten Seite der Stetze. In der Offensive haben wir heute den Paul mit dabei. Du wirst ganz vorne auf den Pin gehen. Ich spiele hinter dir. Ja. Ihr wisst alle, Tabellensituation, das ist ein Top-Spiel heute. Das ist ein unglaublich wichtiges Spiel. Wir haben vor der Saison gesagt, wir wollen oben angreifen. Kommt jetzt. Ja, ihr habt die erste Elf gehört. Ich gehöre nicht dazu, aber trotz all dem, wir sind ein Team, eine Mannschaft. Ich finde auch zu Recht, ich habe die letzten Spiele, Testspiele, leider wirklich nicht gut gespielt. Trainiert habe ich auch nicht gut, war im Kopf nicht da. Ja, wenn ich reinkomme, muss ich das besser machen und den Trainer zeigen, dass ich da reingehöre. So, wir gehen sofort in die erste Szene und es ist eine geile Szene. Focke von links auf den zweiten Pfosten auf Stetze. Stetze sieht Paul. Paul zieht ab und macht in der zweiten Minute das 1:0 für uns. Ja, Kick steif, da kannst du dich freuen. Paul versucht ins 1 gegen 1 zu gehen, sieht aber Struppig und spielt ihn, versucht den Ball zu Stetze zu spielen. Der Gegenspieler pariert kläglich zu Askemper, der den Gegenspieler mit einer Links-Rechts-Kombi stehen lässt. Schießt, Torwart pariert, Stetze kommt an den zweiten Ball und macht dann Dingen. Jedoch pfeift der Schiedsrichter abseits, obwohl es kein Abseits war. Freistoß für uns, geht in die Mauer, prallt aber zu Paul. Er mit einem Ball nach rechts, scharfe Flanke in den Strafraum. Nur kommt da leider keiner von unseren Jungs dran. Der Gegner mit einer Flanke auf dem zweiten Pfosten. Der Spieler steht da, aber er haut den Ball neben das Tor. Eins muss man aber sagen, der Gegner hat echt gekämpft und versucht ins Spiel zu finden. Ja, dann spielen sie sich den Ball hin und her, versuchen wirklich reinzukommen, versuchen so Halbschancen, von rechts eine Flanke, aber der Stürmer von denen trifft den Ball nicht und landet bei uns. Wir behalten aber einen kühlen Kopf und spielen ruhig weiter. Ficht mit einem Pass auf Struppig, der eine Flanke hinter die Kette spielt, wo Justus lauert und den Ball mit einem Kontakt in den Rückraum spielt. Paul nimmt den mit voller Wucht, der landet aber leider am Außennetz. Dann wieder mit einer geilen Flanke von Struppig, was man echt nicht gewohnt ist, auf Stetze. Stetze kann den Ball aber nicht kontrollieren und schießt den genau gegen den Torwart. Was ist denn hier los? Wieder Struppig mit einem aber nicht so guten Ball in die Mitte, der vom Gegenspieler zu Stetze gespielt wird. Schuss mit dem linken und der Mann kann es echt mit beiden Füßen. Stark, Junge. Freistoß vom Gegner, aber Stopp. Ganz klar abseits. Paul, die Maschine, setzt sich gut durch und spielt den Ball auf den komplett freistehenden Focke, der den Ball schießt, aber nicht gut trifft. Kopf hoch, Focke, passiert, Junge. Dann mal wieder der Gegner mit so Halbchancen, aber ihr seht, das ist nichts Ganzes. So, jetzt aber, Askemper mit einem Pass auf Struppi, er direkt mit einem Schlenzer, Torwart pariert, Ball landet bei Stetze, er mit einem Superball in die Mitte, den mein Bro Ficht leider nicht bekommt. Askemper vernascht die Nummer 5 mit einer Glanzleistung, hat das Auge für Struppig und er macht da Dingen selbstverständlich. Funktioniert gerade super. Hinten unglaublich ballsicher. Vito, ihr macht das halt überragend. Weiter so. Weil ich so im Kopf habe aus der Saison, die beste erste Halbzeit, die wir die Saison gespielt haben. Super Intensität, nach vorne schnörkellos. Ein, zwei Situationen, wo man sich ein bisschen mehr Ruhe antun kann, aber das ist auch normal. Hinten, wie Struppig auch schon sagte, bombenfest.
geiles Spiel da hinten von allen vier. Und einfach so weiter. Rein in die zweite Halbzeit. Wir haben einmal gewechselt. Mo Orba mit der Nummer 10 kommt für die 18. Ficht ins Spiel. Zunächst wird erstmal viel hin und her gespielt. Dann hat der Gegner aber zwei harte Ballverluste, die von uns aber leider nicht ausgenutzt werden konnten. In der nächsten Szene Vito mit einem Topball auf Justus. Justus mit einem scharfen Ball ins Zentrum auf Askepper. Aber Askepper verdandelt den Ball ins Aus. Ecke kommt auf den zweiten Pfosten. Ilias schießt, der Torwart prallt den Ball ab. Rumgewusel, Ball landet wieder bei Ilias und drin ist das Ding. Stark, Ilias, stark. Hier sehen wir, wie schön wir die Räume freigeräumt haben. Stetze mit einem super Lauf macht Justus den Weg frei. Er Doppelpass mit Askenpa, der den Ball ein wenig zu steil spielt. Pass auf Moorba, er schießt, der Torwart prallt den Ball wieder ab und Justus verwandelt das Ding. Ganz locker und easy. Ja, der Torwart hat echt die Faxen dicke. Freistoß auf Struppek, er haut den Ball in die Mitte, wird geklärt, jedoch zu Askenpa, der sich mit einem Töschchen für seine gute Leistung belohnt und stark von den Fans gefeiert wird. So, der Gegner hat auch mal eine Chance, eine Ecke und das war ein ganz klares Foul. Immer den Ball flach halten. Mo Auber mit einem Pass auf Maxi, der zum Ball hin hoppelt und den Kopf mal ausnahmsweise mal oben behält. Maxi zu Stetze. Stetze direkt wieder zurück zu Maxi. Wieder mit einem Pass, diesmal auf Ilias. Zack, Tor. Danke Maxi, dass du diesmal nicht draufgeknallt hast. Stark, Junge. Ungewollter Doppelpass zwischen Ilias und Bifi, dann zu Struppek, der leider den rechts gelaufenen Mo Auber nicht sieht und nach links zum Gegner spielt. Wie man sieht, Mo komplett enttäuscht. Jetzt aber eine geile Aktion von Mo Auber, kriegt den Pass von Focke, Mo holt den Kopf hoch und mit einem geilen Schlenzer über den Abwehrspieler zu Maxi, der wieder nicht selbst abschließt, sondern Struppi den Ball vorlegt und wieder drin. Super Spielzug, Männer, mehr kann man nicht sagen. Geil, geil, geil. Ja, Freunde, das war's mit dem Spiel. Ja, ich habe 15 Minuten gespielt. Ja, wir haben 7-0 gewonnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne Support da. Haut rein. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich. Spätestens beim VfL Bochum-Spiel gegen Bayern. Ciao, ciao.